Hallo Leute, Gigaset hat mit dem GS4 im letzten Jahr das vermutlich beste Gigaset-Smartphone der vergangenen Jahre auf den Markt gebracht. In zahlreichen Testberichten wurde das Smartphone Made in Germany mit guten Noten bedacht und auch in unserem Praxistest, den ich euch oben in der Infocard noch einmal verlinke, schnitt das Smartphone überwiegend gut ab. Doch es gab auch einige Kritik von mir. Mit dem vor wenigen Wochen angekündigten Nachfolger, dem GS5, soll nun mehr als nur Modellfliege betrieben werden. Gigaset möchte offenbar angreifen und eliminiert, zumindest bereits auf dem Papier, nahezu sämtliche Kritikpunkte, die von mir zuvor geäußert wurden. Welche Änderungen nun auf uns warten und wie meine Gedanken zum bevorstehenden Release lauten, erfahrt ihr in diesem Video. Die erste Änderung ergibt sich bereits beim Betriebssystem. Wurde das GS4 lediglich mit Android 10 und ohne verbindliche Update-Garantie angekündigt, wird beim GS5 die Auslieferung bereits mit Android 11 sowie der Upgrade-Garantie auf Android 12 und 3 Jahren Sicherheitsupdates angekündigt. Dies halte ich mit Blick auf Sicherheit und App-Funktionalität für einen guten Schritt. Keine Änderung hingegen erwartet uns vermutlich beim Display. Sieht aufgrund der technischen Daten so aus, als verwende Gigaset das gleiche Panel, welches bereits beim GS4 verbaut wurde. Damit erwartet uns ein solides, aber nicht extrem helles Display. Neu hingegen ist dann der Prozessor. Während beim GS4 der MediaTek Helio P70 aus dem Jahr 2019 verbaut wurde, steckt im neuen GS5 ein Helio G85 aus dem letzten Jahr. Während die reine Performance in Benchmarks vergleichbar sein dürfte, erwarte ich durch die geänderte Architektur des Chips neben einer höheren Effizienz vor allem Steigerungen in der internen Leistung, zum Beispiel bei AI-Berechnungen, Konnektivität und Kameraaufnahmemodi. So unterstützt der neue Prozessor 2K-Videoaufnahmen und bis zu 240 Frames für Zeitlupenaufnahmen. Diese vermutlich dann bei 720p. Der Prozessor dürfte also rein performancetechnisch keine extreme Steigerung mit sich bringen, dafür bestimmte Aufgaben besser erledigen. Ebenfalls verändert wurde der interne Speicher, denn dieser wird beim GS5 auf 128 GB verdoppelt, während der Arbeitsspeicher bei 4 GB bleiben wird. Dieser hätte dann gerne auch auf 6 GB anwachsen dürfen. Dafür bleibt uns der MicroSD-Slot für bis zu 512 weitere Gigabyte Speicherplatz erhalten, genau wie die beiden zusätzlichen echten SIM-Karten-Slots. Durch den neuen Prozessor werden auch neue Kameramodule möglich. Kritisierte ich beim GS4 zum Beispiel die unnütze 2-Megapixel-Makrolinse, ist diese beim GS5 gar nicht mehr vorhanden. Auch der schwache 5-Megapixel-Festfokus-Ultraweitwinkel ist nicht mehr verbaut. Beide Sensoren wurden mit einem 8-Megapixel-Autofokus-Ultraweitwinkel mit eingebautem Makromodus ersetzt. Auf dem Papier eine gute Entscheidung, 2 schwache Linsen mit einer kombinierten, dafür besseren zu ersetzen. Ich bin gespannt, wie sich der neue Sensor in der Praxis schlagen wird. Am meisten gespannt bin ich jedoch auf das Upgrade der Hauptkamera, denn dort wurde die alte 16-Megapixel-Linse mit einer 48-Megapixel-Linse ersetzt. Diese ist in der Lage, mit 2 Blendenstufen, einmal f1.8 und einmal f2.2 zu arbeiten. Während bei f1.8 hauptsächlich in der Dämmerung und bei Nacht mehr Licht eingefangen werden soll, sorgt dann die Blende f2.2 bei ausreichenden Lichtverhältnissen für ein natürliches Hintergrundbokeh. Ich hoffe, dass Gigaset hier seine Software gut im Griff behält und wir eine ordentliche Kamera im 300-Euro-Segment erhalten. Der bereits große 4300 mAh starke Akku wächst noch einmal um 200 mAh an. Dennoch verlieren wir laut Datenblatt rund 100 Stunden Standby-Zeit, ohne jedoch Gesprächszeit im 4G-Netz zu verlieren. Wie das zueinander passt, weiß ich im Moment noch nicht. Aber ich rechne nicht damit, dass das GS5 merklich kürzere Laufzeiten haben wird als das GS4.
Im Bereich der Netzwerkkonnektivität wurde das 700 MHz Band 28 beim GS5 hinzugefügt. Dies dürfte insbesondere in ländlichen Gegenden je nach Telekommunikationsanbieter für bessere Empfangsstärke sorgen. Auch das nun vorhandene europäische GPS-System Galileo sowie das Baidu GPS dürften insbesondere im Bereich der Navigation einige spürbare Vorteile mit sich bringen. Damit verfügt das GS5 dann auch über all jene Standards, die auch bekannte Top-Hersteller in höheren Preisregionen in ihre Smartphones verbauen. Negativ aufgefallen ist mir, dass im Lieferumfang auch beim Gigaset nun kein Ladegerät mehr dazugelegt wird. Auch die SIM-Nadel soll nicht mehr im Lieferumfang enthalten sein. Hier spart der Hersteller aus meiner Sicht an der falschen Stelle und wird vermutlich automatisch schon für ein bisschen Unmut bei seinen Käufern und Kunden sorgen. Was erwartet uns also nun mit dem GS5? Nun, ich denke, Gigaset hat zumindest auf dem Papier an den richtigen Stellschrauben gedreht. Alleine das große Kamera-Update dürfte darüber entscheiden, wie gut das Gerät Made in Germany angenommen wird. Denn bereits das GS4 war für viele preisbewusste Käuferinnen und Käufer ein gutes Gesamtpaket. Ob dann jetzt alleine ein Speicher-Upgrade oder der etwas bessere oder effizientere Prozessor für ein Kaufargument ausreichen, das wird man sehen. Wird die Kameraleistung jedoch deutlich steigen, dann könnte das Smartphone aus NRW zu einem echten Geheimtipp werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich darauf, das Gerät endlich in der Hand zu halten und mit dem Praxistest beginnen zu dürfen. Diesen werdet ihr dann natürlich auch hier auf diesem Kanal finden. Bis dahin, schaut euch gerne noch unsere anderen Gigaset-Videos in der Playlist an und macht's gut. Ciao!